Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Skyrim, der Special Edition. Und ja, wir sind hier in Flusswald angekommen im letzten Part und müssen jetzt auch ein paar Quests machen. Ich möchte gerne zuerst in die Schenke gehen, ins Gasthaus, um dort von einer Frau eine Quest anzunehmen, die dann, ja, gerne einen Lover haben würde, aber es streiten sich zwei. Jo. Ordner. Ordner. Hört ihr zu? Es ist schwierig, das nicht zu tun. Hallo, das Bier wird schlecht. Wir werden Nachschub brauen müssen. Oh, Delfine. Ja, den schönen Namen. Habt ihr mich gehört? Ja. Das Bier wird schlecht. Ihr habt offenbar doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass wir bald Nachschub bekommen. Kartoffeln in den Ohren. Ich hab da gedacht, Zwiebeln in den Ohren. Ja, die Performance ist wieder perfekt. Ich habe getestet, habe einen PC neu gestartet. Und jetzt läuft es genauso perfekt. Also wahrscheinlich habe ich einfach zu lange den PC angelassen. Dieses und Fraps Lied hier hat nicht mehr so viel. Es ist eines der ersten Lieder, das ich gelernt Dankeschön, habe. Dankeschön, aber Ragnar der Rote. Kam einst ein Reck Ragnar der Rote genannt. Nein, er singt ein Lied. Stamm. Hilfe. Großreden schwang er die Klinge. Also hier ist schon ein bisschen leise. Ich habe getestet, es leckt nicht. Es war wirklich wegen Fraps, es war überlastet. Und genau das, ja, muss ich jetzt wieder verhindern. Also ich werde immer wieder neu starten, bevor ich aufnehme, sonst klappt es nicht. Okay. Wir werden hier ein bisschen leveln. Und mit lautem Klirren folgte schnell die Bauchschmerzen. Ich hoffe, er macht es die Tür nicht auf. Der Krugbraun will ich nicht. Hier ist nichts drin. Seiner Taten erbrüstet. Aber einen Meter haben wir noch. So, schaffen wir es eigentlich dort drüben? Ich glaube eher nicht. Die sehen mich nämlich jetzt schleichen. Das sollten sie eigentlich nicht sehen. Ich bin nicht so gut im Schleichen noch. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu Drachen sagen. Werden kommen. Oh. Sehen. Es wurde schon ein bisschen. Was war das? Aha! Okay, du. Tut mir nicht weh! Verdammt! Sterbt endlich! Den merke ich halt nochmal. Wenn das so frech ist hier, muss ich halt nochmal laden. Das nochmal machen. Jetzt werden wir dir einfach ein bisschen. Ordner! Ding hören. Ordner! Hört ihr zu! So, die werden einfach jetzt nochmal reden. Es ist schwierig, das nicht zu tun. Jetzt werden das wir Bier wird einfach schlecht. Alles. Wir werden Nachschub ja, brauen müssen. Waren gar nichts. Und jetzt werde ich vorsichtig Hast du sein, gehört? Gell? Aber. Ja, das Bier wird schlecht. Man kann eigentlich nicht vorsichtig ihr habt sein am Anfang. Doch keine Kartoffeln in den Ohren. Aber ich gehe ja nicht nach Falkenring, das werde ich dann mal später machen, weil dort müssen wir sowieso hin, wenn wir ein gutes Haus haben wollen. I don't have stone. Oder have fire heißt es, glaube ich. Wie, weiß auch nicht mehr genau, wie es heißt. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Okay, du kochst. Du freche Dame, aber sie ist weg. Es geht wieder rein. Komm schon. Wieso siehst du mich? Stehlen. Wolfsbeck, Kuhfell. Brauchen wir alles außer die Holzschale. Nicht, hä? Hier ist niemand. Nein, es ist niemand hier. Du Komm findest sofort. Mich nicht. Du bist blind wie eine Schlange. Sie kommt hoffentlich wieder. Ja, sie hat mich nicht entdeckt. Nein, sie hat mich nicht. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Oh, das wollte ich eigentlich nicht, dass dieses sagt. Der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Roh. Boah.
die hatten einen Orkischen. Zum schlafenden Riesen. Süßkuchen. Ein orkischer Bogen. Ja, gut, die Ausrüstung. Also ich speichere mal kurz. Das nicht doch im Schneespeicher. Doch still war der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schild meint Mathilda. Ja, ihr seht's. Hier kann man rein. Ihr prahlt und ihr lügt. Aber das wird später dann. Nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Und mit lautem Klirren folgte schnell lieb auf ihn, bis schließlich ermattet er liegt. Ich klaue alles. Und verkauf's ihm wieder. Genau, ich kauf's einfach. Verkauf es einfach dort wieder. Seiner Taten erbricht sich nimmer mehr. Rot könnte ich noch nehmen. Ein Eisendolch, ich sammle alle Eisendolcher fürs Schmieden. So, sehr gut. Braucht ihr ein Zimmer? Darf ich mit Delphine Käse mitnehmen? Ich habe gerne Käse. Ich bin nur der Kochmann. Kann ich das Alchemielabor benutzen? Solange ihr hinter euch aufräumt. Ihr wisst, wie man es benutzt. Mischt ein paar Zutaten zusammen und wartet ab, was geschieht. Okay. Etwas Weizen- und Blasenpilz ergeben einen Heiltrank, falls ihr das nicht gewusst haben solltet. Wir haben auch zahlreiche Zutaten im Angebot. Oh, cool. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas? Hier, seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Okay, prima. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Man flüstert sich einiges zu. Aventus Aretino, ein Junge aus Windhelm. Er will die dunkle Bruderschaft kontaktieren. Oh, die dunkle Bruderschaft. Oh. Werden wir vielleicht mal machen, aber zuerst müssen wir ein bisschen besser schleichen können. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Nö, ich hätte gerne mal eine Wegbeschreibung, aber bei Lucan im Flusswald Handelskontor haben sie neulich eingebrochen. Was? Seltsamerweise wurde kaum etwas gestohlen. Da muss ich mal hin, ja? Ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Hier im Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Genau das ist es. Genau das wollte ich. Feendahl und Sven werben beide um Camillas Gunst. Und wo ist diese Camilla? Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Da mache ich ja das. Ich mache ja Rollenspiel, oder? Also ich zeige, also wird der Charakter hier sein. Und deshalb tue ich, das von der Reihe nach. Man erfährt hier von der Quest. Man geht zu Camilla und dann geht man erst zu den Zweien. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Also er weiß es, okay. Wo erfahre ich mehr über Magie? Wollt ihr euch in die Luft springen? Das macht Magie angeblich mit einem. In Winterfeste gibt es eine Akademie, an der Magie unterrichtet wird. Wenn sie nicht auch schon in die Luft geflogen ist. Es ist viel sicherer, wenn der Zauberer des Jarl einem ein paar Sachen beibringt. Also was habt ihr zu verkaufen? Gegenstände über einem Trennstich gehören dem Händler, also die oben dran. Und die unten dran sind mir, das steht ja auch, Dragorian. Aber ich möchte gerne. Genau. Also der hat meistens eben als, ja, er ist ja auch ein. Dann wollen wir diesen Hunger doch Hallo, stillen. Hallo, pack nicht ein bisschen herum, gell? Also Zutaten hat er schon ein bisschen mehr. Wir brauchen noch ein bisschen Blasenpilz und noch ein bisschen Weizen. Aber verkaufen ihn stattdessen. Ja, ich will nicht ganz Getränke raus. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Ich muss dafür ein paar Sachen verkaufen. Das ist der alte Wein, der bringt sowieso nur Ausdauer. Und dann noch wenig. Ja. Ich verkaufe eigentlich die immer, die sind so schwach. Das ist auch Ausdauer, die kann ich so schon verkaufen. Und hier, kann ich das noch verkaufen. Und hier das. Nordman auch. Gleich viel Ausdauer. Ein roter Apfel, ne, ja.
Rote Apfel lasse ich mal, die kann ich braten. Schwarzdorn mit auch weg. Der Wein auch weg, der ist auch gleich. Und hier die Ziegenkäse-Ecken kann ich auch wegmachen. Die anderen stellen ganz viel Lebensenergie. Ding. Zurück ist Tab. Aber das geht ganz dann wollen raus. Wir diesen Hunger doch stillen, ha? Hier muss ich eigentlich nichts rausnehmen. Ich kenne halt die Effekte nicht. Die sind unten bei unbekannt, sind die Effekte. Und deshalb muss ich bis zum nächsten Mal kurz im Alchemielabor. Du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Experimentiere mit unterschiedlichen Zutaten, um ihre Wirkung kennenzulernen. Okay, dann werde ich mal Blasenpilz mit Weizen mischen. So sind wir denn. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr sagt, als Schildmeid Mathilda beherzt vor ihn trat. Nein. Ah, mit F. Okay. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met. Nun lasst uns doch so, das haben wir gemacht. Jetzt haben wir aber überall nochmals unbekannt, weil wir sie noch und nicht. Und mit lautem Klirren folgte schnell ihm. Ja. Gib es schließlich ermattet er. Danke, aber das möchte ich nicht. Was ich jetzt noch möchte, ist das Objektemenü. Ding. Dann auf Zutaten, da möchte ich die Bergblumen alle essen. Weil die geben dann auch nochmal Ding. Ein Spinnenei oder so muss ich nicht essen, weil das sowieso nur negative Effekte sind. Das Eismeerjahr möchte ich gerne noch Ding. Das hat Frostresistenz. Distelzweig hat Frostresistenz. Knoblauch. Ja, okay. Giftresistenz. Schmetterlingsflügel. Das habe ich Ausdauersenken bekommen. Anfälligkeit gegen Magie, Mortabinella, Magica-Werte herstellen. Ist recht nett. Ausdauerregeneration senken, Spinnenei. Trollfett will ich sicher auch nehmen. Dann haben wir unten eigentlich alles. Knochenmehl. Hat nichts ergeben. Okay, da muss ich noch warten und muss ich noch stärker werden, hä? Distelzweig haben wir, Bärenklauen können wir noch essen. Und dann haben wir bei allen ein paar neue Bonis. Jetzt gehen wir mal kurz bei Magie und schauen, was wir jetzt haben. Wir haben ja für 5 Sekunden und 2 Anfällige gegen Magie für 30 Sekunden. Also 30 Sekunden warten, dann ist es wieder weg. Gut. Dann könnte ich das mischen. Mache ich auch mal. Dann haben wir neue Effekte gefunden. Und hier auch. Da haben wir noch keine gefunden. Aber Elfenohr und rote Blume ergeben auch wieder Magica wiederherstellen. So. Was wir bei ihm auch noch machen können, wir haben Zimmer ist irgendwie und Essen. Dann wollen wir diesen Hunger doch stillen, ha? Ich glaube, die kann man hier verkaufen. Nein, scheinbar nicht. Okay, müssen wir irgendwo anders verkaufen. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt gehen wir noch zu Delfine rein. Ihr seid dieser Gast und habt die... Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Die sagt jetzt etwas Negatives. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Okay, jetzt bei ihm... ja, kann man irgendwas... Also gut. Das sagt einfach mein liebster Saufkumpan. Sven werden wir nachher sprechen. Wir machen jetzt zuerst mal die Quest, gell? Und schauen dann mal... was wir noch machen können in Flusswald. Ich weiß es selber nicht mehr so gut. Salz. Schön. Also hier rein müssen wir jetzt. Ich hoffe, die wecken wir nicht. Nun, einer von uns muss etwas tun. Ich habe Nein gesagt. Keine Abenteuer, kein Drama, keine Diebesjagd. Oh. Na, was wollt ihr denn tun, hä? Sagt doch mal. Zu diesem Thema haben wir uns nichts mehr zu sagen. Das ist Camilla. Oh, ein Kunde.
Es tut mir leid, dass ihr das mit anhören musstet. Dass der das nicht gesehen hat. Du bist sehr schön, hä? Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Ja, ich glaube, die haben nicht mehr offen. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünschen kann. Ist dir etwas passiert? Ja, es gab eine Art Einbruch. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Oh, ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab nordöstlich der Stadt gehen. Ah, da müssen wir sowieso hin. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den acht. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Nicht mehr? Ich wollte sie noch ein bisschen umwerben. Also, ins Ödsturz-Hügelgraben wollen wir ja trotzdem gehen, weil ein Entdecker muss doch dorthin gehen. Und wir bekommen sowieso noch eine Quest über dafür. Wir müssen durch die Stadt und über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Das ist doch aber dort von oben. Hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Dort ist das Ödsturz-Hügelgrab. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Ja, hier sieht man es. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Okay. Ah, freut mich, das in schöner Grafik zu spielen. Mir reicht diese Grafik, sie ist schon fast ein bisschen zu übertrieben. Hier entlang. Ja, du musst vorwärts gehen. Ja, ich gehe vorwärts, ob du nicht. Disteln können wir sicher irgendwie das gebrauchen. Hier sind die alten Waren noch. Und hier haben wir irgendwo ein Nest. Ah, dort vorne. Ja, zum Glück findet man das schnell. So, Biene, Bienenstockhülle, hau nicht mal. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Ich glaube eh nicht. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich durchtrieben. Ja, der Arme. Aber die ist viel mehr wert. Hier entlang. Ja, dann komm endlich. Du redest immer so viel, nicht ich? Heieiei. Was lachst? Also eigentlich will ich ja die einem anderen geben, aber eigentlich nehme ich sie gerne selber. Sie so süß ist, ich hätte gedacht, sie sei nicht so süß. Dies ist die Brücke, die aus der Stadt hinausführt. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ödsturz-Hügelgrab. Ich sollte wohl zu meinem Bruder zurückkehren. Er gerät außer sich, wenn ich zu lange fortbleibe. Er ist noch so ein Kind. Ah, der Arme. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Wie weit muss ich noch laufen? Nun, es führt eine kurvige Straße den Berg dort hinauf. Ihr wisst, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, wenn ihr den alten Wachturm seht. Sobald ihr den Turm erreicht, geht nach Norden. Dann findet ihr das Ödsturz-Hügelgrab noch ein Stückchen weiter oben hinter der Kurve. Okay, wir holen jetzt eine der zwei. Ich dachte, man muss hier noch eine Quest anfangen. Aber scheinbar redet sie nur ein bisschen über etwas anderes. Eben über diese Quests. Also müssen wir zum Dunkelelfen gehen. Wir nehmen den Dunkelelfen, weil er der Fernkämpfer ist. Und ich brauche eher einen Fernkämpfer als einen Nahkämpfer. Weil Nahkämpfer sind meistens immer im Weg. Ich werde aber noch eine andere Dame mitnehmen. Eventuell wisst ihr, welche ich meine, aber sie ist nicht die Hauptlieblinge der Community. Es ist eine andere und ich will einfach die andere haben. Dann sehen wir ein ganz komplett anderes Paar. Das werdet ihr dann sehen. Ich werde sie auch als Frau nehmen, das ist klar. Ich nehme nicht die aus Weißlauf, wenn ihr die meint. Was würde ich die nehmen? Ich nehme eine aus einem ganz anderen
Aus einer ganz anderen Stadt. Es ist nämlich auch eine Stadt. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Sie kommt nicht von dort. Sie ist nur eingewandert sozusagen. Ich glaube, sie kommt irgendwie aus einem der Nachbarländer. So, hier ist Hotz und Gerdurs Haus. Leider, ja, können wir noch nicht rein, weil wir sind zu wenig gut geschützt. So, und hier ist das Dunkelelfen. Ding Fandal heißt er, genau. Ja. Wenn man es langsam eigentlich wissen müsste, weiß man es. Aber es ist zu... Ich glaube, ich warte hier einfach irgendwo noch ein bisschen. Kartoffeln kann ich verkaufen. Ja, kommen die Tomaten. Ein bisschen Ketchup mitnehmen. Ah, jetzt kommt er raus. Ketchup. Ob ich euch mit Sven habe reden sehen? Vielleicht nicht. Hey, bleib hier. Hallo. Ja. Ach, egal. Aber ich an eurer Stelle würde mich von ihm fernhalten. Was für ein Problem habt ihr mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Ja, er singt ein bisschen zu viel. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Ich hoffe, das klingt nicht wirklich sicher. Ich habe nachgedacht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Okay. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. What? Könnt ihr mich in Schießkunst unterrichten? Ich zeige euch, was ich weiß. Ich werde nicht trainieren. Ich trainiere sowieso eigentlich alles nicht und möchte das im Let's Play auch. So Ding aus, ich muss wirklich irgendwo trainieren. Ich werde natürlich wahrscheinlich in Veränderung oder und Illusionen es machen müssen, weil da muss man ständig immer sauber sprechen. Da levelt man so langsam. Also ich habe mal getestet, ich habe einfach die ganze Zeit mich gebufft und bin fast keine Level aufgestiegen. Das ist unfair. Hm? Deshalb dort eventuell Redekunst könnte ich auch noch machen. Aber bis zum nächsten Mal. Der Sven ist nicht hier. Ich denke, der ist. Wir haben Zimmer und Essen. Schlafen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Ich warte einfach vorne draußen, bis es Tag ist. Und zwar ist es 4 Uhr morgens. Ich mache bis 7.41 Uhr. Um 8 Uhr wachen die meisten auf. Ich hoffe, er ist auch drinnen. Schon? Nein, er ist noch nicht drin. Schade, dann kommt er irgendwo. Weil ich will auch noch mit ihm reden, was er sagt über sie. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo der wohnt. Wir können ja hier mal ein paar Sachen sammeln. Lauch vielleicht. Kartoffeln geben ja eben nur an Lebensenergie. Und Kohl weiß ich gar nicht, aber müsste ich eigentlich nicht nehmen. Dann gehen wir, bis er aufwacht und dort im Haus ist, im Gasthaus ist. Ah, er wohnt, glaube ich, hier, aber er kommt gerade noch nicht raus. Er wohnt hier bei seiner Großmutter, genau. Sven? Glaubt mir doch, ich sage nicht, euch, dass es Sven ist. Ich habe einen Drachen gesehen. Bei Shaw. Das ist die Einzige, die weiß davon. Wo bist denn du, Sven? Na, der schläft noch. Okay. Nein. Du kommst nicht mit rein. Glas. Können wir mitnehmen. Die Papierrolle lasse ich lieber da. Grüne Apfel. Ein Eisenschleifkolben haben wir aber schon. Eisenschwert. Alter Wein. Nordmeld.
Ein Kochtopf können wir vielleicht nutzen. Nutzen wir mal, hä? In Kochtöpfen kannst du Essen zubereiten, das deine Gesundheit wiederherstellt oder andere vorübergehende Effekte hat. Für jedes Rezept sind bestimmte kulinarische Zutaten notwendig, die du im ganzen Himmelsland findest. Okay. Gebrannte Fasan. Salz müssen wir noch nehmen. Kaninchenkeule. Kartoffelsuppe. Tomatensuppe. 10 und 10 Ausdauer. 10 und 10 Ausdauer und... ja. Wir nehmen einfach mal die beste, hä? Und zwar nehmen wir mal die Tomatensuppe. Kartoffelsuppe. Tomatensuppe. Kartoffelsuppe. 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 Jetzt haben wir keine Kartoffelsuppe mehr. Nehmen wir noch Lachsbraten. Und dann können wir, glaube ich, noch einen gebratenen Fasan. Oder eine Kaninchenkeule. Ja, ist mehr wert. Fasan. So. Jetzt haben wir alles gebraten, haben kein Salz mehr. Salz müssen wir halt wieder finden. Aber deswegen sagte ich ja, Salz immer mitnehmen. Fasanenbrust und hier Salz. Also machen wir nochmal welche. Tolle. Prima, aber hier oben können wir auch noch klauen. Also nochmal speichern, weil wir könnten entdeckt werden. Das sieht uns nur, wenn wir uns bewegen, also müssen wir noch ein bisschen leveln. Hä? Es ist wirklich nichts mehr da. Ja, der hört uns einfach, er sieht uns nicht. Also wir sollten uns nicht schleichen, weil wir haben eventuell schwere Sachen an. Ja, wir haben schon eine schwere Sachen an. Das sieht man ja auch. Und deshalb hört er uns, oder? Es ist ja relativ realistisch gemacht, aber nicht so realistisch, dass wir jetzt gerade sagen können, ja, es ist ja, ziemlich realistisch. Aber manchmal sieht man... sehen die Gegner uns, obwohl sie hinter einer Wand sind oder so. Also wenn es wirklich Gegner gibt, die man schleichen muss, dann wird man meistens entdeckt. Oh, er wacht auf. Feendal glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Jemand, der ferne Orte gesehen und neue Geschichten gehört hat. Jetzt wird's lustig. Wirklich? Dann ist meine Mutter vielleicht doch nicht verrückt. Ja, ja. Das solltet ihr am besten dem Jarl in Weißlauf erzählen. Okay, doch nicht so lustig. Ich hab's jetzt einfach gedacht. So weiß ich das auch nicht so ganz mehr. Also ich kann nicht jeder Satz... auswendig, auch wenn ich viel Skyrim gespielt habe. Feendal wollte, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und sage, es sei von euch. Ich habe wirklich alles eigentlich aufgenommen und hochgeladen, also ich habe schon viel Skyrim Let's Played. Schon am 11.11. habe ich Video aufgenommen. 11.11.2011 auch schon Videos aufgenommen und hochgeladen und deshalb bin ich eigentlich da mittendrin, statt nur dabei. Feendal wollte, dass ich Camilla diesen Brief überbringe und sage, dass er sei von euch. Das werde ich nicht machen. Also gut? Gut, im nächsten Part werden wir sehen, wie wir Feendal als Kollegen bekommen. Und werden, ja, jetzt lädt es gerade mal. Wahrscheinlich wegen dem Rauskommen. Werden da reingehen und es ihr berichten, den Brief geben. Und eben ihn als Gefährten bekommen und dann gehen wir zum Schmied. Der Schmied zeigt uns, wie man schmiedet. Und gehen dann langsam nach Weißlauf. Und eben später gehen wir dann nach, ja. Wie heißt es? Falken.
Balken, Weltkarte, ja, die Symbole, die Falkenring, ja, genau. Der Falkenring. So, dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part, euer Dragobas. Tschüss.